aussteigen, bitte, die Herrschaften aussteigen, alle aussteigen. Ach, Anne, guten Tag, Anne. Hey, Wilhelm, Wilhelm, ja, Wilhelm. Jawohl, Herr Baron, ich komme schon. Guten Tag, Herr Baron. Guten Tag, Wilhelm. Na, nun sag mal, Wilhelm, was gibt's denn Neues zu Hause? 2 Monate bin ich fort gewesen, um meine Nerven zu stärken und habe in dieser Zeit nicht die geringsten Nachrichten von Hause erhalten. Das hat mir ja sehr gut getan, aber nun erzähle mal rasch, was sich in dieser Zeit alles ereignet hat. Ach Gott, nicht, Herr Baron, reine Janis. Es ist noch alles beim Alten. Wirklich? Na, das freut mich. Also alles beim Alten. Nichts passiert. Nee, Herr Baron, nichts passiert. Aber allerdings, das Einzige wäre ja Ihre Bulldogge. Die ist gestorben. Was? Was sagst du, meine Bulldogge? Wie kam denn das? Na, sie hat ein bisschen angebranntes Pferdefleisch gefressen und daran ist sie krepiert, Herr Baron. An angebranntem Pferdefleisch? Wie kam denn der Hund dazu? Ach Gott, Herr Baron, Ihr Stall, der ist doch niedergebrannt, Herr Baron. Was? Mein Stall niedergebrannt? Um Gottes Willen, wie kam denn das? Herr Baron, es sind einige Funken von Ihrer Villa rübergeflohen. Die haben den Stall in Brand gesetzt, na, und dann sind auch Ihre 6 Pferde gleich mit verbrannt. Der Hund, der hat von den verkohlten Pferdefleisch was gefressen und daran ist er eben krepiert, Herr Baron. Von der Villa sind Funken in den Stall geflohen? Ja, um Gottes Willen, dann hat auch meine Villa gebrannt. Na, natürlich, Herr Baron. Die Villa, die ist auch total niedergebrannt. Ja, aber wie ist denn das nur möglich? Wie konnte denn die Villa niederbrennen? Ach Gott, Herr Baron, es brannten zu viel Lichter in das Wohnzimmer. Sehen Sie, die Lichter, die haben die Jardinen angezündet. Die Jardinen haben das Dach in Brand gesetzt. Da sind denn die Funken in den Stall rübergeflogen. Und haben, wie gesagt, den Stall in Brand gesetzt. Diese Pferde sind mit Kippen verbrannt. Der Hund hat was von der Pferdefleisch gefressen und daran ist er krepiert, Herr Baron. Ja, wie konnte man dann aber nur Lichter anzünden im Wohnzimmer? Ich habe doch Gas und elektrisches Licht. Na ja doch, Herr Baron, ja doch. Aber sehen Sie, die Lichter, die haben ja gebrannt, die Lichter, die um den Sarg rumgestanden haben. Um einen Sarg? Ja, wer ist denn tot? Ach Gott, Herr Baron, Ihre Schwiegermutter ist gestorben. Was, meine Schwiegermutter? Ist ja nicht möglich. Jawohl, Herr Baron, sie ist tot. Es ist noch nicht bestimmt. Sie brauchen sich aber nicht aufzuregen. Sie ist tot. Aber Herrgott, Wille, wie ist denn das noch gekommen? Na, sie hat einen Schreck gekriegt, weil ihre Frau mit dem Chauffeur durchgebrannt ist. Sonst ist nichts passiert, Herr Baron. Reine Janis.